Wusstest du schon? Wenn du einer aus 1 Million in China bist, dann sind 1300 Leute genau wie du. China wird die Nummer 1 der englisch sprechenden Länder in der Welt. Die 25% der indischen Bevölkerung mit dem höchsten Intelligenzquotienten ist größer als die Gesamtbevölkerung der Vereinigten Staaten. Das heißt, Indien hat mehr gebildete Kinder, als Amerika überhaupt Kinder hat. Wusstest du schon? Die 10 gefragtesten Jobs in 2010 haben 2004 noch gar nicht existiert. Studenten werden für Jobs vorbereitet, die noch gar nicht existieren. Um Technologien zu nutzen, die noch gar nicht eingeführt wurden. Um Probleme lösen zu können, die noch gar nicht als Probleme bekannt sind. Das USDL schätzt, dass heutige Studenten 10 bis 14 Jobs haben werden bis zum Alter von 38 Jahren. Einer von 4 Arbeitern war weniger als 1 Jahr bei seiner Firma angestellt. Und jeder zweite weniger als 5 Jahre. Wusstest du schon? Eines von 8 verheirateten Pärchen aus den Vereinigten Staaten hat sich letztes Jahr online kennengelernt. Es gibt über 200 Millionen registrierte Nutzer bei MySpace. Und wäre MySpace ein Land, würde es das 5. größte in der Welt sein. Zwischen Indonesien und Brasilien. Die Nummer 1 in Sachen Breitband-Internet-Einführung ist Bermuda. Auf 19 die Vereinigten Staaten und auf 22 Japan. Wir leben in einer exponentiellen Zeit. Jeden Monat erreichen Google über 31 Milliarden Suchanfragen. 2006 waren es noch 2,7 Milliarden. Nur wem stellte man all diese Fragen vor dem Google-Zeitalter? Die erste kommerzielle SMS wurde im Dezember 1992 gesendet. Heute ist die Zahl der täglich empfangenen und gesendeten Nachrichten größer als die der Gesamtbevölkerung der Erde. So viele Jahre hat es jeweils gedauert, um ein Publikum von 50 Millionen Menschen zu erfassen. Radio 38 Jahre. Fernseher 13 Jahre. Internet 4 Jahre. iPod 3 Jahre. Facebook 2 Jahre. Die Zahl der internetfähigen Geräte lag im Jahre 1984 bei 1000, im Jahre 1992 bei 1 Million und im Jahre 2008 bei 1 Milliarde. Es gibt über 540.000 Wörter in der englischen Sprache. Das sind 5-mal mehr als zu Zeiten Shakespeares. Es wird geschätzt, dass die New York Times in einer Woche mehr Informationen liefert, als nur irgendjemand im 18. Jahrhundert in seinem ganzen Leben hätte erfahren können. Es wird geschätzt, dass dieses Jahr 2008 also mehr als 4 Exabyte an spezifischen Informationen generiert werden. Das ist mehr als in den vergangenen 5000 Jahren. Die Anzahl der neuen technischen Informationen verdoppelt sich alle 2 Jahre. Für Studenten, die ein 4-jähriges technisches Diplom starten, heißt das: Die Hälfte von dem, was sie in den ersten beiden Semestern lernen, wird etwa zum 6. Semester wieder unaktuell sein. NTT Japan hat erfolgreich ein Glasfaserkabel getestet, welches über 14 Billionen Bits pro Sekunde über eine einzige Glasfaserader transferieren kann. Das sind 2660 CDs oder 210 Millionen Telefongespräche jede Sekunde. Es verdreifacht sich alle 6 Monate und wird es auch weiter für die nächsten 20 Jahre tun. 2013 wird ein Supercomputer entstehen, der die Leistungen des menschlichen Gehirns überschreitet. Glaubt man den Vorhersagen, wird im Jahre 2049 ein 1000-Dollar-Computer die Leistung der gesamten menschlichen Spezies überschreiten. Während dieser Vorstellung: 67 Babys wurden in den Vereinigten Staaten geboren, 274 in China und 395 in Indien. Und 694.000 Songs wurden illegal heruntergeladen. Also, was hat das alles zu bedeuten? Credits are given to Scott McLeod, Jeff Brandman und Carl Fish. German translation by Alex TV.